Was Wenn gibt. Informationen zählen. Was verkauft denn der gute Exerich? Ja, Paul Berra wird einmal etwas antworten in dieser zischenden Sprache und dann kannst du sehen, wie der Achras heruntersteigt, sich einmal runterschwingt und dann die mehreren Taschen einmal aufmacht. Sie sind hervorragend verarbeitet, alles Schuppenleder irgendwie. Und du kannst dann erkennen, wie da wohl Eier drin liegen, von verschiedener Größe, Konsistenz. Er wird dann auch direkt eins herausnehmen, einmal aufbrechen und dir dann den merkwürdigen Dotter zeigen, der darin ist. Du kannst auch Fleisch erkennen, Fisch in verschiedenen Formen und wenig Obst, was er dann einmal aufmacht. In einer der Sachen, die er einmal aufmacht, ein halb vergammeltes Aas, was da euch wohl entgegen, also vor allem der Geruch ist absolut widerwärtig, während er dann die Tasche aufschlägt und ja, ihr könnt da wohl sehen, wie auch noch einige Egel oder Schnecken auf dem Aas sitzen. Ja, bietet euch es an. Und einige Tontöpfe sind auch dabei. Also es ist ein Händler, der hier gerade seine Waren anpreist. Oh, er handelt wohl mit Lebensmitteln. Nun ja, Lebensmittel würde ich dazu nicht sagen, aber es scheint ihn wohl zu bekommen. Ich deute mal auf einen von diesen Tontöpfen und mache mal ein fragendes Gesicht. Ja, werden aufgemacht und du kannst sehen, wie da wohl mehrere Egel drin sitzen, die übereinander gestapelt sind, auch viel Schlamm noch, aber vor allem Egel, die dann eklig sumpfig drin herumkriechen, übereinander wimmelnd. Appetithäppchen. Ich schüttel verneinend den Kopf. Möchtet ihr etwas erstehen? Sicherlich nicht. Vielleicht sagt ihr ihm, dass wir noch genug Reiseproviant haben. Ja, ich möchte mal neben dieses Gewesen treten und der Ex ein Holzpferd in die Hand drücken. Dazu nicken. Ja, er nimmt es an, hält es einmal ins Licht, ist verwundert. Du kannst wieder sehen, wie er dich schräg anblinzelt. Und sich dann so ein bisschen seinen Kragen aufstellt. Du kannst erkennen, dass er wohl irgendwie so einen Schuppenkragen hat, so dass er so ein bisschen bedrohlicher aussieht oder abwehrender. Mag vielleicht nicht gelingen, wenn du dann wieder einen Kopf größer bist als er oder vielleicht sogar anderthalb. Aber er dreht sich dann um, greift dann an einen anderen Beutel, den er bisher noch nicht aufgemacht hat, und würde dann einen kleinen Edelstein herausziehen. Wir uns fasst das nicht an. Nein. Nein. Erinnerst dich, als wir auf dieser Pyramide waren? Glaube, er hat ein wenig Angst vor Rafim. Er plustert sich auf wie ein Vogel. Nun, nein, nein. Ist doch, dass sie Zauber in Edelsteine sprechen. Nun ja, wenn sie zaubern können. Ich denke, nicht jeder Achat kann zaubern. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber. Vielleicht hat er von einem anderen Zauberachatz etwas bekommen. Vielleicht solltet ihr euch den Edelstein einfach anschauen und sagen, ob ein Zauber auf ihm liegt oder ob es nur ein Edelstein ist. Ja, das könnte ich machen. Das werde ich machen. Ja, ich mache einen Odem auf den. Ja, ganz warm. Ich lasse mir Zeit. Ja, während ihr euch da unterhaltet, wird der Händler wohl so ein bisschen ungeduldig und greift dann selbst zu einem der Eier, was ein bisschen kleiner ist, und schlürft dann erstmal den Dotter aus. Mit einem ekelhaften Geräusch. Der Stein ist nicht magisch. Raphim, Ist es ist ein Edelstein. kein magischer Stein. Ja, ich würde mal meine Hand hinstrecken, dass er den Edelstein da reinlegen kann, wenn er möchte. Ja, der Stein fängt warm an zu pulsieren und leuchtet so ein bisschen rot. Oh. Kratonich. 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 Kann ich mir anschauen, was das für ein Edelstein ist? Ich Ja. habe ja Talentspezialisierung Edelsteine bei der Steinschneider Juwelier. Sagt mein Götter und Kulte vielleicht was bei dem Wort? Würde ich dir zulassen plus 12. Okay, ich probier's mal. Das ist ein Blutrubin. Ja, rot.
Und dass die von innen leuchten, ist merkwürdig. Wenn es magisch wäre, könntest du das irgendwie erklären, aber er war ja nicht magisch. Ein Blutrubin. Ja, ich möchte nicken und versuchen, freundlich auszusehen. Ja, der Achas deutet an deine Waffe. Und du kannst erkennen, er möchte sie wohl einmal haben. Ich greife an meinen Gürtel und ziehe einen Dolch und gebe ihm den Dolch. Er nickt und greift dann selber gar nicht zum Griff, sondern greift um die Schneide und zieht dann einmal seine Hand über die Schneide, sodass er einmal wieder schmerzerfüllt blinzelt und seine Hand dann blutet. Und dann hält er dir seine offene Handfläche hin. Die Geste, du wirf ihm auf Attack. Also es ist eine Geste, die man schwer lesen kann, gerade eben bei verschiedenen Kreaturen, die du so noch nicht... Also Achas kennt man natürlich dann eben auch in Alanfa, aber... Kann ich mir anschauen, was für ein spezieller Achas er ist? Ich habe die Talentspezialisierung Tierkunde Drachenechsen. Ja, es ist ja kein Tier, es ist ja ein kulturschaffendes Wesen. Okay. Also die Geste ist wohl eindeutig, du sollst jetzt sein Blut ablecken. Also so als Segen, er murmelt wieder Kretonch. Ja, ich kann ich eine Götter- und Kulteprobe machen, ob es beleidigend ist, wenn ich mir jetzt selber auch die Hand aufschneide? Kannst du machen, ja. Kora, da mal, du hattest eben eine plus 12 eingetragen. Das ist einfach eine neue, ist eine neue Probe. Oh, ich würde eine plus 12 schaffen. Ja, du kannst dich natürlich jetzt auch selbst schneiden, ne? Gerade wenn das Blut da eben noch dran haftet, das ist dann natürlich auch sehr eher erfällig, gerade vor Chor. Ja, ich würde selber auch in die Schneide greifen und meine Hand dann auch anbieten. Dann nimmt er deine Hand und leckt einmal drüber mit seiner kratzigen Zunge. Ja, dann lecke ich auch mal über seine Kralle. Dann möchte ich ihm zunicken. Ja, er sieht zufrieden aus. Wenn eine Echse zufrieden aussieht, er blinzelt wieder. Überlässt dir dann diesen Blutrubin, greift noch einmal in eine andere Tasche und holt dann eine tote Schildkröte hervor, die immer wohl noch in ihrem eigenen Panzer steckt und überlässt sie euch als Geschenk. Oh! Die ist sogar noch relativ frisch. Sie hat noch nicht angefangen zu riechen. Guck mal, er hat mir eine tote Schildkröte geschenkt. Wunderbar. Ja, ich tue mal nicht mal ansatzweise so, als hätte ich verstanden, was du gerade mit ihm gemacht hast. Ich hoffe, du hast dir nichts eingefangen. Doch. Vielleicht. Er scheint euch als Geweihten erkannt zu haben. Das hätte ich nicht erwartet. Rafim, du merkst auch, wenn du sein Blut getrunken hast, von seiner Hand geleckt hast, es prickelt ganz aufregend in deinem Mund. Oh. Ja, also Echsen sind manchmal ganz faszinierend. Ja, dann gibt es wieder ein paar Gesten und er würde wieder herumfuchteln. Möchte noch irgendjemand etwas kaufen von ihm? Nein, ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Ja, alles klar. Nee. Gut, dann Paul Berra wird tatsächlich noch einige Worte mit ihm wechseln. Und dann holt der Achas einige Perlen hervor, beziehungsweise Perlenmutt und einige Gifte. Das können Abemir und Boltax können das so erkennen. So ein bisschen Erdpech auch, also irgendwelche Dinge, Tausch und Handel aus dem Sumpf. Und dann wird er wieder auf seine große Reitechse heraufsteigen. Könnt ihr euch nochmal den gewaltigen Schild ansehen, der dann an dem Hals aufsteht. Die drei Hörner, die dann von der Nase und der Stirn dann aufragen. Wenn man damit dann anreitet, kann man da sicherlich Kutschen zertrümmern. Je nachdem, wie schnell das wird. Aber das ist schon ein gewaltiges Hornpanzervieh. Und dann gibt er ihm wieder so etwas wie die Sporen und das Ding reitet weiter, biegt Büsche und Bäume um und ihr bleibt zurück mit euren kleinen Booten. Nun, ich denke, das war doch immerhin ein ganz ermutigender Anfang. Ja, ich frage mich, warum dieses Ding so groß ist. Ich musste sehr an mich halten, es nicht zu töten. Naja, also vielleicht können wir ja im Dorf so ein Wesen erhandeln.
Wo ist es unterbringen? Ich vermute, es frisst mehr, weit mehr als ein Pferd. Das ist warum richtig. Wollt ihr so etwas überhaupt? Naja, also es war sehr groß. Es sah sehr kräftig aus. War eine Echse. Das bringt nichts Gutes. Es kommt keine Echse auf unser Schiff. Vor allen Dingen, wir haben ja schon Probleme, Mira unterzubringen. Ja, aber das würde auch sehr von Mira ablenken. Ja, es würde wahrscheinlich unser Schiff versinken, vermutlich. Es kommt keine Echse auf unser Schiff. Ja, ihr habt ja alle recht, aber das Wesen war schon sehr beeindruckend. Es könnte gewiss ein Stadttor einreißen. Ja, wer weiß, ob man sowas nicht nochmal braucht. Echsen als Belagerungsgerät. Interessante Idee. Einen weiteren W20, bitte. Ja, Echsen wurden in den Frühzeiten der dunklen Zeiten natürlich benutzt, um Kriege auszuführen und selbstverständlich auch die Hornechsen. 10. Während ihr weiter zustarkst, die Begegnung liegt jetzt sicherlich 2 Stunden zurück. Ihr schwitzt unangenehm, auch die Paste läuft so ein bisschen an euch herunter, immer mal wieder so ein bisschen nachschmieren. Kann der Setianer heute euch genug gegeben, ein bisschen Trockenfleisch, was ihr dann eingepackt habt, was ihr dann verzehren könnt. Das Wasser in euren Flaschen, in euren Beuteln wird dann auch nach und nach etwas... Es hat schon so ein bisschen so eine sumpfige Temperatur und Geschmack angenommen, auch wenn ihr es versucht, eben natürlich so wenig zu öffnen wie möglich. Aber ja, irgendwann könnt ihr sehen, wie sich dieser Pfad vor euch, dieser Flusspfad etwas öffnet und ihr dann vor einem gewaltigen schwarzen Gewässer, ein schwarzer See, der sich dann vor euch öffnet und es dampft und blubbert etwas daraus hervor und es riecht absolut ekelhaft. So etwas habt ihr noch nie in eurem Leben gerochen. Es erinnert euch ein bisschen an Teer vom Schiff, aber doch noch irgendwie ganz anders. Ein großer See aus schmierigem schwarzen Öl. Oh, ist das Teer? Ein ganzer See aus Teer? So wie es riecht, vermutlich ja. Ich rate euch nicht, in diesen Teer zu fallen. Das wäre vermutlich euer Tod, ja. Es könnte diese Reitpanzerechse, die wir vorhin gesehen haben, schlucken. Sicherlich, der See ist gewaltig. Was würden die Alchemisten vom Roten Salamander für diese Entdeckung tun? Sie experimentieren gerade mit dieser Substanz herum, nachdem sie entdeckt worden ist. Substanz? Ist das kein Teer? Man könnte Teer daraus herstellen. Ich glaube, sie versuchen etwas wie Lampenöl oder so etwas daraus zu entwickeln. Aber der rote Salamander ist kleingeistig. Man könnte daraus sicherlich so viel mehr machen. Und ich habe keine Zeit. Aber mir wollt ihr eine Probe nehmen? Und ich wüsste nicht, wo ich sie unterbringen könnte. Ich habe meine Ausrüstung nicht dabei. Wo kommt das her? Dringt das einfach aus Sumus Leib hervor? Das könnte eine Wunde sein, die in Sumus Leib geschlagen worden ist. In diesem Fall. Wäre nicht rot? Nun, nein. Unappetitlich genug sieht das jedenfalls aus. Ihr könnt ja gerne einen Schluck nehmen, wenn es Teriak ist. Nein. Ja, während ihr euch so ein bisschen durch diesen See hindurch starkst, die Dämpfe, vor allem wenn es blubbert um euch herum, sind besonders ekelhaft, sodass ihr so ein bisschen euren Verstand verliert, aber ihr habt wirklich Probleme, ihr müsst euch dann auch eure Ärmel dann vors Gesicht halten, damit dann dieser... Es ist einfach halluzinierend. Ich würde mich darauf einlassen. Ich würde mich im Schneidersitz auf unser Boot setzen und... die ganze Erfahrung, denn es scheint ja doch irgendwas aus Sumus Leib zu sein, auf mich wirken lassen. Okay. Selbstbeherrschungsprobe. Jo. Ja, du atmest tief ein, Zug um Zug, kannst dann auch sehen und vor allem auch hören, wie das Starksen von Diamantis und von Raphim etwas langsamer wird, die dann auch so ein bisschen kämpfen müssen. Schweiß, der sich dann auf euren Muskeln abzeichnet. Ihr seid einfach angestrengt, auch wenn ihr nichts anderes tut, aber alles kostet irgendwie mehr Kraft, während ihr euch dann hier an diesen
an diesen Gasen entlang gewindet. Und während Boltax dann im Schneidersitz dort sitzt und einen Zug nach dem anderen nimmt, du kannst wohl einige Luftzüge erkennen, die dann schwarz um dich herum wuchern. Kleine Männchen aus Öl, die sich dann an dir entlang bewegen und auf dem Floß beziehungsweise auf dem Öl daneben hopsen. Sieht aus wie kleine Mindergeister, die du wahrnehmen kannst. Und dann kannst du vor dir erkennen, wie dort eine Gestalt in der Mitte des Sees steht. Es handelt sich dabei wohl um eine junge Frau, ein Mädchen, komplett in Weiß gekleidet. Steht sie dort, barfuß in der Mitte des Öls. Und in ihren Händen kannst du eine blutige Santo erkennen. Oh, die habe ich schon mal gesehen. Sag mir, Kind, wer bist du? Ja, ihr starkst weiter entlang, die anderen scheinen sie wohl nicht wahrzunehmen. Und je weiter ihr auf sie zufahrt, desto mehr verbleicht sie. Und als du dich umdrehst, kannst du erkennen, da steht sie immer noch, aber sie ist kein junges Mädchen mehr, sondern eine uralte Frau und ihre Gewandung ist schwarz gehüllt. Und anstatt einer Santo hält sie nur noch eine Waage. Zulamin, siehst du das nicht? Das Mädchen mit der Sanduhr und jetzt mit der Waage. Vorsicht, du bringst das Boot ins Banken. Aber was? Eben war sie weiß und jetzt ist sie schwarz und... Kannst du sie genauer beschreiben? Ja, natürlich. Es ist ein in Weiß gekleidetes junges Mädchen, das auf dem See stand. Sie hatte eine blutige Sanduhr in der Hand. Und als wir an ihr vorbeigefahren sind, da war sie auf einmal hinter uns. Und in Schwarz gewandet mit einer Waage, etwas Kupfernfarben, eine sehr schöne Waage, zugegebenerweise, gute Machart, ich würde sagen Messing, aber das kann ich nur aus dem Augenwinkel betrachten, denn dann hat Zulamin mich aus dieser Trance gerissen. Entschuldige. Hat sie etwas zu euch gesagt, oder? Nein, ich wollte gerade mit ihr in Kontakt treten. Es klingt wie eine Metapher auf die Zeit. Dann eine alte Frau. Ja. Nun. Es wirkt auf jeden Fall nicht wie ein zufälliges Opfer. Ich dachte zuerst an einen Geist, denn es sind sicher viele hier auf die eine oder andere Weise zu Tode gekommen. Nein. Aber das ist das nicht. Die blutige Sanduhr, die kenne ich. Woher? Erinnert ihr euch, als wir Rafim wieder... Nein, ihr wart noch gar nicht bei uns. Wir haben in Tobrien eine finstere Dämonenanbeterin erschlagen. Naja, Rafim hat es getan. Und als wir uns in ihrer Karte umgesehen hatten, da fand ich diese blutige Sanduhr. Und in ihr erschien mein Name. Also habe ich das getan, was jeder kluge Zwerg tut, und habe sie auf die Hälfte gedreht, sodass kein Sand mehr von dem einen in das andere rinnen konnte. Nun, jetzt habe ich sie wieder gesehen. Alles seltsam. Das ist nicht gut. Wieso ist das nicht... Ja, dass es nicht gut ist, denke ich mir schon. Eine blutige Sanduhr ist nie gut. Ich hoffe, es ist nicht mein Blut. Auch wenn ich nicht wüsste, wie es da reingekommen sein sollte. Nun, es gibt eine Wesenheit... eine sehr mächtige Wesenheit, ihr namentlich nicht nennen, aber auf sie passt die Beschreibung. Sie hat etwas mit dem Schicksal der Lebewesen auf derer zu tun, im weitesten Sinne. Ihr drückt euch sehr kryptisch aus, aber mir könnte vielleicht etwas konkreter werden. Nun, sie ist eine Erzdämonin, könnte man sagen. Könnte man sagen, oder dem ist so? Nun, es gibt nicht viele Berichte über sie. Die wenigen, die ihre Bekanntschaft machten, überlebten diese nicht. Und sie ist sehr, sehr mysteriös und ihr solltet euch vor ihr hüten. Ja, das denke ich mir. Aber wem ist sie gegenübergestellt? Ich dachte, die Erzdämonen wären Zerrbilder der Götter. Nun, es gibt solche Erzdämonen. Fangen wir andersrum an.
In früherer Zeit gab es mehr als die 12 Götter, die wir jetzt anbeten. Das ist mir bewusst. Wir haben ja zum Beispiel die Göttin Sumu oder beispielsweise Helven kennengelernt. Nun, die alten Echsen beteten ein Wesen namens Satinath an. Den Herrn der Zeit, nicht wahr? Nun, man könnte sie als nicht als Gegenpode nennen, sondern sie kümmert sich um Bereiche der Zeit, um die sich Satinath nicht kümmert. Es ist schwierig zu beschreiben. Sie beide sorgen für das, für die Kontinuität der Zeit, aber auf eigene Weisen und Herangehensweisen. Nun, also, dass kein Schindluder mit der Zeit getrieben wird. Prinzipiell klingt das erstmal nach etwas Positivem, nicht erzdämonisch. Nun, sie ist trotzdem eine Erzdämonin und ja. Aber ist nicht den Erzdämonen eigentlich gemein, dass sie nun Chaos wollen? Und das klingt mir wie das Gegenteil von Chaos. Richtig. Wie gesagt, sie ist ihr Wirken und warum sie das tut, ist unbekannt. Aber es ist nicht gut, dass ihr eine Erscheinung von ihr habt. Nun, sollte mich vielleicht... Was habt ihr mit dieser Sanduhr eigentlich getan damals? Habt ihr sie noch? Ich habe sie in die Kiste gelegt. Ihr wisst schon. In die Kiste? In ja. Diese Limbuskiste? In diese Limbuskiste. Oh nein. Im Limbus sind Dinge nicht gerade sicher vor Dämonen. Ja, aber die Kiste selbst ist ja dämonisch. Ich dachte, alles Dämonische schaffe ich gemeinsam weg. Nun, ich will nicht sagen, dass ich eine bessere Idee gehabt hätte, aber... Ich sollte mich vielleicht wirklich mit dieser Sanduhr und dieser Frau auseinandersetzen. Angeblich gibt es in Selem einen Tempel des Satinath aus alter Zeit. Ich will nicht nach Selem. Niemand will nach Selem. Ich fürchte, wir müssen nach Selem, oder? Nun ja, wenn ihr diese Uhr sicher unterbringen wollt, dann in diesem Tempel vermutlich. Ich verstehe, wir müssen nach Selem. Ich hatte so gehofft, darum herumkommen zu können. Naja. Ich frage mich, was diese Erzdämonin mit euch zu schaffen hat. Das frage ich mich auch. Ich habe sie nicht gerufen oder so. Habe ich doch nicht. Ich weiß nicht, was ihr getan habt, aber ihr habt ihre Aufmerksamkeit erregt. Kann Boltax nicht in die Vergangenheit sehen? Könnte sie das angezogen haben? Nur das Sehen ist kein Frevel in der Hinsicht. Das stimmt. Und sie hat ja auch noch nichts gegen ihn unternommen. Vielleicht behält sie ihn im Auge, bevor er mehr tun kann? Vielleicht wird er etwas tun in der Zukunft. Klingt unruhigend, aber auch wichtig. Mich wundert, dass ihr eine Frau gesehen habt, denn wenn Abel mir sagt, dass es einen Zusammenhang mit Satinath gibt... Nun, es ist nicht Satinath, es ist eine... Wie soll ich es beschreiben? Es sind zwei Entitäten, die beide auf den Verlauf der Zeit achten, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und aus unterschiedlichen Gründen, vermute ich. Es wird mit dieser Erzdämonin denn noch assoziiert, außer dem Verlauf der Zeit? Der Limbus, wenn ihr so fragt. Dann war es nicht klug, die Uhr in den Limbus zu tun, ihr habt recht. In der Tat. Ihr habt noch etwas von einer Waage gesagt, oder? Ja, in der Tat. In ihrer Form als alte Frau hatte sie dann die Waage in der Hand. Gemeinhin ist die Waage ein Attribut von Prios in Sachen der Gerechtigkeit, aber ich denke, es könnte auch dieser Ordnungsaspekt sein, den Abel mir beschrieben hat. Ich dachte eigentlich, die Waage gehört zu Boron und Rheton, die Seelenwaage. Es ist nur auch das. Ein Symbol, denke ich, für ein Gleichgewicht, egal welcher Art und Weise. Nun,
herrsche keine Zeitformeln außer der einen. Wir sind auf alle Fälle auf der richtigen Spur. Sie wird auch genannt die Herrin des Feuers von Shah-Nas-Bar. Das Unterwasserfeuer von Lamaria. Unterwasserfeuer? Nun, vielleicht hat es wirklich etwas mit mir zu tun. Ich meine, immerhin bin ich dem Wasser verpflichtet. Aber genauso anderen Elementen. Es geht um den versunkenen Kontinent. Kommorder. Wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht ist diese Erzdämonin nicht hinter Boltax her, sondern hinter diesem Zauberkönig. Ihr bringt vielleicht etwas Unruhe in die Zeit hinein. Oder das, was ihr gesagt habt, trifft beides zu. Vielleicht werde ich noch etwas tun, weswegen sie sich mir jetzt offenbart hat. Oder ihr bringt etwas in Ordnung, was nicht in Ordnung war. Ja. Der Todeskult wird mehr wissen. Ja. Oh, mir gefällt das gar nicht. Und muss so etwas immer mir passieren? Zwei Stunden später könnt ihr vorbeifahren an einer Gruppe von Torfstechern, die dort im Moor stehen. Sicherlich von hier aus mit ihren rumpelnden Wagen wird es 2, 3, 4 Tage dauern, bis man dann in Brabak wäre oder in irgendwelchen anderen unnennbaren Städten. Aber ihr könnt auch erkennen, wie sie dort Zelte aufgeschlagen haben, viel Torf gestochen, was sie dann eben zum Trocknen dort lassen. Gucken euch einfach nur aus dreckstarrenden Gesichtern an, stumm wie sie sind. Keine Aufpasser, es ist einfach nur sie sehen aus wie Geister, wie sie dort einfach nur stehen und euch anstarren. Ja, ich würde mal fröhlich rüberwinken. Ja, nicht einmal ein Nicken bekommst du zurück. Sie blicken euch einfach an, lassen euch vorbeistarksen. Sie sind anscheinend nicht Gesellschaft gewöhnt. Nicht einmal die grundlegendsten Höflichkeitsformen beherrschen sie. Naja, was habe ich erwartet? Aber sie sind allein im Dschungel. Also. Richtig, ich wollte gerade sagen, was erwartest du denn? Nun ja, ein Grüßen. Mir schien das der typische Blick zu sein. Oh, wieder eine dumme Heldentruppe, die in den Dschungel geht, um nicht zurückzukommen. Warum müsst ihr immer so schwarz sehen? Ich nicht. Aber vielleicht diese Leute. Ein weiterer W20, bitte.